Hallo und herzlich willkommen bei Koch mal schnell. Heute mache ich euch meine Egg McMuffins, also angelehnt an die McMuffins von McDonald's, aber doch ein bisschen anders. Und ich mache heute im Ninja Foodie Grill. Könnt ihr aber auch im Backofen machen oder auch in jeder anderen Heißluftfritteuse. Schaut es euch an. Ich hoffe, es gefällt euch. Alle Zutaten liegen bereit für meine Egg McMuffins, die natürlich inspiriert sind von den McDonald's Egg McMuffins, die ich immer ganz gerne esse, wenn ich unterwegs bin. Aber die kann man auch sehr schnell zu Hause machen und ich zeige euch jetzt mal so in einem Durchgang, ohne viel dreckig zu machen, wie man sich leckere Egg McMuffins selber machen kann. Wir brauchen auf jeden Fall Brötchen hier, die kriegt ihr glaube ich heute in jedem Supermarkt, ne? Solche Toasties, die ich hier gleich vorweg toasten werde. Dann brauchen wir auf jeden Fall natürlich Bacon und zwar jeweils 3 Scheiben, ich mache heute 2 Stück. Dann brauchen wir jeweils ein Ei für einen Egg McMuffin, eine Scheibe Cheddar jeweils. Und wir brauchen so ein bisschen Butter, um gleich die Form etwas auszupinseln. Wir brauchen, wer mag, etwas Pfeffer zum Nachwürzen. Salz brauchen wir auf keinen Fall mehr, ist hier wirklich genug schon drin. Ja, und natürlich, wer mag, ein bisschen Tomatenketchup. Das ist aber wieder eine Geschmacksfrage. Und das ist auch schon alles. Das ist wirklich übersichtlich, oder? Und dann fange ich mal an. Ja, Vorbereitung abgeschlossen. So, der Ninja Foodie Grill ist aufgebaut. Falls ihr das Gerät noch nicht kennt, ich habe ja schon mal ein Unboxing gemacht. Ich blende es euch oben mal ein. Wir wollen heute mit dem Ninja Foodie Grill die Airfryer-Funktion benutzen. Der hat ja 4 verschiedene Funktionen. Eine ist ja unter anderem die Heißluftfritteuse und die wollen wir heute nutzen. Deswegen brauchen wir auch den Korb für Heißluft, der hier einfach einzusetzen ist. Den könnt ihr auch nicht falsch einsetzen. Ne? Der hat hier so eine Nut, also so geht nicht. Kein Problem. Einfach hier einsetzen in den anderen Korb. Da ist ja ein zweiter drin, ein zweiter Einsatz, den man auch nicht rausnehmen darf. Also ohne Einsatz dürft ihr nicht arbeiten hier. Und jetzt machen wir erstmal jetzt den Ninja an. Und ihr seht, das geht ja schnell. Und jetzt wählen wir eben hier von den 4 Stufen, die ihr habt, wählen wir die Airfryer-Stufe. Und dann seht ihr, ist auch schon vorgegeben hier 200 Grad. Die lassen wir auch so, da ändere ich nichts dran, vielleicht nochmal zum Test. Ne? Also man kann hochgehen beim Airfryer hier bis 240. 200 sind aber genau richtig. Also 200 Grad hier und bei der Zeit, da setzen wir jetzt hier 20 Minuten und das reicht auch. Und dann lassen wir ihn jetzt erstmal vorheizen, drücken hier auf Start. Ja, und dann geht das los und dann heizt er hier vor und wenn er fertig ist, dann meldet er sich und dann sehen wir uns wieder. So, ihr seht, er ist fertig jetzt, er hat sich gemeldet, er hat jetzt vorgeheizt und sagt jetzt Add Food. Also will jetzt, dass wir das, was wir reintun möchten, jetzt auch reintun, das machen wir jetzt auch. Und jetzt stellen wir unsere beiden Förmchen hier mit dem Bacon einfach in den Airfryer. Seid vorsichtig, das ist alles heiß hier, nachher nur noch mit Handschuhen, verbrennt euch nicht. Und dann klappen wir ihn wieder zu. Und ihr seht ihr hier, er zählt jetzt hier rückwärts die 20 Minuten runter. Und ich mache es immer so, dass ich so nach 10 Minuten, 5 bis 10 Minuten einmal reingucke, einmal 5, einmal 10 Minuten, wie mein Bacon so aussieht. So, 12 Minuten haben wir jetzt noch, also 8 Minuten haben wir jetzt schon durch. Ich mache mal auf. Und ihr seht jetzt hier, das britzelt, das brutzelt alles schon. Und das reicht mir auch. So, und jetzt nehmen wir unser Ei. Vorsichtig, alles heiß hier. Vorsichtig anschlagen. Und wenn es geht, ohne sich zu verbrennen, in die Form geben. Und ich mache es immer gleich kaputt. Ja, das sieht gut aus. Und dann machen wir weiter. So, und ihr seht, wir haben jetzt hier 6,45 haben wir hier noch, erzählt noch runter. Aber ich habe eben schon mal reingeguckt, das reicht mir und ich mache jetzt mal auf. Oh ja.
nehme jetzt hier mal so ein scharfes Messer, damit die auch wirklich rausgehen. Und jetzt hole ich die vorsichtig raus. Vorsichtig, alles heiß, nicht ohne Handschuh. Seid vorsichtig, stelle den hier drauf. Ja, so, ihr seht auch schon, wie fettig das ist. Das machen wir mit dem anderen jetzt auch. So, und dann haben wir jetzt hier nochmal die Möglichkeit, die zu entfetten. Das sind jetzt auch schon unsere Eier hier mit dem Bacon, wundervoll. Ich gebe jetzt hier meine Brötchen in den Ninja wieder, und zwar beide, die mit der Seite nach unten. Und jetzt gebe ich meine Patties wieder. Und jetzt gebe ich meine Eier wieder drauf. So. Und gebe den Bacon drüber. Und das geht jetzt sehr schnell. Zwischendurch müsst ihr gucken, dass euch der Käse jetzt nicht in die Form läuft. 2-3 Minuten. Zwischendurch immer wieder mal gucken. Und dann sind wir schon fertig. So, und ihr seht hier 5,19. Ich mache mal aus. Das reicht nämlich schon. Das sieht ja schon sehr lecker aus. Ja, und dann können wir auch servieren. Gucken, ob es geklappt hat. Ja, dann wollen wir mal schauen, ob es geklappt hat. Ich habe ein bisschen abkühlen lassen jetzt hier, bevor man sich den Mund verbrennt, aber ich muss jetzt doch schon mal probieren. Sieht lecker aus, wie ihr gesehen habt. Ich habe keinen Pfeffer mehr reingemacht. Wer das mag, das passt ganz gut noch zum Ei. Und jetzt natürlich dazu Ketchup, wenn man das möchte. Ich habe es nicht vorher drauf geschmiert, aber das muss jeder selbst entscheiden. Und dann wollen wir mal gucken, wie er aussieht. Oh. Sensationell. Ihr seht hier, das Ei ist noch wachsweich, genauso wie es sein soll. Ihr seht hier den Bacon, der Käse ist genau richtig. Wundervoll. Und jetzt wollen wir natürlich mal probieren und mal gucken, ob der eigene Egg McMuffin à la McDonald's auch schmeckt. Ich halte mal so ungern angebissene Sachen in die Kamera. Sensationell, ihr seht es hier nochmal. Der Bacon ist schön kross. Und dadurch, dass wir ihn noch ein bisschen entfettet haben, ist er auch nicht ganz so fettig jetzt wie in der Form. Toller Geschmack, original, etwas mehr Bacon als im Original und ein schöner Cheddar und das Ganze wundervoll kross. Egg McMuffin im Ninja Foodie Grill, ich denke, hat geklappt. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch und abonniert gerne meinen Kanal und ansonsten bis demnächst bei. Komm mal schnell.